Анапа, сотый. Запуск. 100. Анапа. Запуск разрешаю. Анапа, сотый, взлет. 100. Анапа, взлет по готовности. Отход по схеме на 300, подавление 29,77. Hallo und herzlich willkommen zum ersten DCS-Tutorial zur neuen MiG-21 Biz von Levernex Simulations. Dieses Modul gibt es noch nicht zu verkaufen. Ich habe das Glück, dass ich eine sogenannte Promotion-Kopie erhalten habe. Das heißt, ich darf das Flugzeug vor dem offiziellen Verkaufsstart einmal probefliegen und auch dieses Video hier machen. Natürlich auch noch weitere Videos. Und was ich euch vor diesem Video jetzt schon gleich am Anfang sagen kann, das Modul, sprich das Flugzeug MiG-21, ist wirklich atemberaubend. Es ist der Hammer. Es fliegt sich toll, es rollt sich toll und es sieht auch einfach nur sehr geil aus. Wir befinden uns jetzt hier im Cockpit, sind gerade gestartet und fliegen jetzt eine leichte Linkskurve und die Texturen sind wirklich sehr, sehr schön. Es ist das von Haus aus mitgelieferte verwitterte Cockpit, also nicht fabrikneu, sondern wir sehen Kratzer, wir sehen Abriebsspuren und das ist wirklich sehr schick, sieht sehr real aus und auch von außen
ist die MiG-21 eine wahre Augenweide. Wir schauen uns das mal kurz an. Es sind wahnsinnig viele Details zu erkennen, Nieten, Dellen an der Oberfläche. Auch die Waffen und die Pylone sind sehr gut gemacht, sehr detailliert. Genauso natürlich das Fahrwerk und auch das Triebwerk. Das schauen wir uns gleich nochmal an. Und wie gerade eben schon gesagt, es macht einfach nur Spaß zu fliegen. Ich selber bin ja doch eher Fan von Flugzeugen westlicher Bauart, aber die MiG-21 hat mich seit der ersten Runde wirklich fasziniert. Es ist ein unglaublich tolles Fluggefühl. Die Sounds sind erste Sahne, wie ihr vielleicht gerade mitbekommt. Und was ich auch immer wieder geil finde, wenn ich mit diesem Flugzeug unterwegs bin, das zeige ich euch jetzt mal. Ihr seht dort vorne die kleine Antenne. Und wenn man halt hohe G zieht, beziehungsweise viel Anstellwinkel hat, dann fängt die an zu wackeln und ich finde das einfach nur so schön detailliert gemacht. Wir haben Cockpit-Wackeln hier nicht nur bei hohen Anstellwinkeln, sondern auch wenn ihr zum Beispiel hier mit Seitenwind ein bisschen fliegt, vibriert das Cockpit ein wenig. Also das alles trägt natürlich unheimlich zur Atmosphäre, zu einem realen Feeling bei. Und in diesem Video schauen wir uns das Flugzeug bzw. das Modul einmal an. Wir machen das ein bisschen anders, als ich das normalerweise mache. Wir fliegen jetzt hier noch ein bisschen rum. Ich erzähle noch ein bisschen was und danach schauen wir uns einmal an, was denn bis jetzt noch so alles fertig ist für dieses Modul. Das sind nämlich auch schon Trainingsmissionen, das sind Schnellstartmissionen, es gibt eine Kampagne, wir haben ein paar zusätzliche Optionsmöglichkeiten. Ich zeige euch, was beim Loadout, also bei den Waffen, so möglich ist. Wir schauen einmal kurz in das Flughandbuch. Ja, ihr habt richtig gehört, das Flughandbuch ist jetzt schon dabei. Es sind knapp 200 Seiten. Und ganz zum Schluss machen wir nochmal den kleinen Rundflug bei Sonnenuntergang, wo ich nochmal ganz kurz auf die Entwicklung und ein paar technische Daten der MiG-21 bis eingehe. Aber jetzt hole ich kurz Luft und ihr dürft hier einfach nur ein bisschen zuschauen, wie ich dieses schöne Modul fliege. Und ich habe ja schon ein paar Screenshots gepostet. Also es ist wirklich sehr, sehr detailliert alles. Das Außenmodell ist wirklich der Hammer. Und ich zeige euch mal was, was mir ganz besonders gut gefällt, nämlich der Nachbrenner. Also ich glaube, so einen schönen Nachbrenner haben wir in DCS noch nicht gesehen. Und der verleiht uns natürlich auch noch mal ein bisschen ordentlich Power. Na, also ihr merkt das hier schon. Es vibriert ein bisschen. Nicht zu sehr, nicht zu wenig. Man kann das in den Optionen einstellen, das zeige ich euch dann gleich noch. Und auch wenn ich bis auf wenige Sachen noch nicht allzu viel gesehen habe von der MiG, macht es trotzdem einfach nur riesen Spaß mit diesem Ungetüm des Kalten Krieges durch die Wolken zu gondeln. Okay, wir können ja mal eine Probe drehen und ich zeige euch die Wingtips.
Und die sehen natürlich sehr, sehr lecker aus. Und von der Simulationstiefe her ist dieses Modul auch faszinierend, setzt in einigen Bereichen neue Maßstäbe. Es gibt ein sogenanntes Canopy Freezing, das heißt, wenn ihr zum Beispiel auf einer Höhe von ungefähr 5000 Metern mit einer Geschwindigkeit von 400 bis 500 Stundenkilometern fliegt, kann es sein, dass bei einer Temperatur von 0 bis minus 10 Grad eure Frontscheibe einfriert. Das gleiche kann auch mit der Batterie passieren. Wenn es zu kalt ist, kann es sein, dass eure Batterie eingefroren ist. Also das sind Sachen, die gab es bisher noch nicht. Wir haben natürlich die üblichen Systeme auch tief simuliert. Das darf hier natürlich nicht fehlen. Und ich schalte mal das Radar ein. Also das Radar haut mich von den Socken. Denn es gibt zwar schon ein paar Flaming Cliffs Fighter in DCS, aber die sind ja alle mit einem simplen Avionik-Modell simuliert. Und wir sehen hier auf dem Radar einen Ground Clutter, das heißt, wir haben hier auf unserem Radar Reflexionen vom Boden. Das ist sehr real, und was wir auch noch haben, auch das ist real, wir haben Reflexionen von den Wolken. Können wir aber mit einem Filter ausschalten. Und was es hier auch gibt, das finde ich ja faszinierend, weil es das zwar in anderen Simulationen sicherlich gibt, aber in DCS bisher noch nicht. Es gibt eine reale IFF-Abfrage, das heißt, alle Kontakte werden erstmal neutral angezeigt, und erst wenn ihr die IFF-Abfrage gestartet habt, seht ihr, ob das ein Freund oder ein Feind ist. Also diese grundsätzliche Unterscheidung von Anfang an gibt es hier nicht, und das ist natürlich Wahnsinn. Und das ist natürlich unheimlich toll, weil auch wenn die MiG-21 doch ein betagtes Flugzeug ist, sind das eben Features von diesem Modul, die mich an dieses Flugzeug fesseln und dazu bringen werden, hier wahnsinnig viel Flugzeit zu investieren. Starten und Landen macht sehr viel Spaß, ist auch sehr anspruchsvoll, weil die Mühle natürlich ein bisschen klappert. Also die Landungen, die sind für jemanden, der es eher gewohnt ist, F-15 oder A-10 zu fliegen, doch sehr gewöhnungsbedürftig, aber wir fliegen ja Simulationen, weil wir die Herausforderung lieben. Und ich zeige euch mal von außen das Fahrwerk. Es sind mehrere Tastenkombinationen nötig, um das Fahrwerk auszufahren. So, also auch hier schick simuliert. Im Cockpit sieht es dann wie folgt aus. Wir fahren das Cockpit ein und verriegeln anschließend den Schalter, damit wir nicht aus Versehen drankommen. Kann man sich programmieren. Also hier schon mal die erste Hilfe meinerseits, falls ihr dann irgendwann auch mal fliegen könnt. Nicht, dass ihr euch wundert, warum das Fahrwerk nicht funktioniert. Okay, wir gehen mal in den Tiefflug. Ich glaube, es wird ein bisschen länger, dieses Video, aber wie gesagt, ich finde dieses Flugzeug einfach nur sehr, sehr schick. Und wenn man bedenkt, dass Belsimtech eher ein ausgegliedertes Studio von Eagle Dynamics ist, ist es das erste wirkliche Modul von einem Drittentwickler. Und wenn man sich mal die Foren durchliest, oder wenn ihr vielleicht auch meine Review gelesen habt, was die Jungs des Teams in den letzten knapp zweieinhalb Jahren durchgemacht haben, dann freue ich mich natürlich umso mehr, dass sie auf der Zielgeraden sind, dass wir das Modul bald in den Händen halten. Und ich wünsche dem Team von Lefanec Simulations natürlich alles erdenklich Gute, dass sie mit diesem Modul Erfolg haben, denn dieses Flugzeug in DCS World braucht sich nicht zu verstecken. Ich bin der Meinung, es setzt, wie gesagt, in einigen Bereichen sogar neue Maßstäbe. Und ich bin wirklich gespannt, welches Projekt sich die Jungs als nächstes vornehmen. So, wir machen noch einen kleinen Abstecher nach oben und anschließend schauen wir uns mal den Rest des Moduls an.
Okay, nach dieser ersten kleinen Flugrunde schauen wir uns mal an, was in der aktuellen Promotion-Kopie noch so alles mitgeliefert wurde, beziehungsweise was man mit der MiG noch so alles anstellen kann. Und dazu schauen wir uns als erstes einmal die Option an. Und hier sehen wir bei der MiG 21 bis, dass wir hier in den Unterkategorien doch schon eine Menge Auswahl haben. Und was mich besonders überrascht hat, ich finde das persönlich ganz gut. Wir schauen uns dazu mal diese Kategorien, also Fahrwerk, Bremsen und Bremsfallschirm. Hier sehen wir jetzt etwas Neues, was es bisher auch noch nicht so unbedingt gab. Bisher hatten wir ja häufig zum Beispiel bei Landeklappen oder auch beim Fahrwerk sogenannte Toggles. Das heißt, mit einer Taste habe ich zwei Aktionen ausgelöst. In der Regel zum Beispiel mit der Taste G, Fahrwerk einfahren und Fahrwerk ausfahren. Und die Jungs von Lefanec Simulations haben jetzt Folgendes gemacht. Die haben jetzt für diese unterschiedlichen Aktionen immer neue Kombos, also Key-Kombos vergeben. Das heißt, das Fahrwerk rausfahren macht man zum Beispiel mit Links-Shift und G und das Fahrwerk einfahren nur mit der Taste G. Das heißt, wir haben hier nicht mehr diese Toggles, sondern eben ganz viele unterschiedliche Tastenkombinationen. Das ist sicherlich erstmal ungewohnt. Wer von euch aber ein HOTAS-System besitzt und sich da ein bisschen mit der Programmierung der Software auseinandergesetzt hat, dem wird das ganz sicherlich nicht stören, denn in dieser Software kann man häufig auch mit Makros arbeiten. So ist es zum Beispiel bei SciTech. Und wenn wir uns mal das Fahrwerk angucken, wir haben hier alleine 5 unterschiedliche Tastenkombinationen für die Handhabung mit dem Fahrwerk. Und in der SciTech-Software zum Beispiel kann ich aber eben Makros programmieren. Das heißt, ich kann mehrere Aktionen hintereinander, auch zeitlich versetzt, mit einem Schalter am HOTAS-System auslösen. Das heißt, ihr braucht nicht für jede Tastenkombination einen separaten Schalter, sondern könnt es eben nochmal auf der Taste selber programmieren, dass dort unterschiedliche Kombis ausgeführt werden. Was wir auch noch haben hier hinten im Reiter Special und dann unter MiG 21 ist, das finde ich auch ganz praktisch, einen Slider. Damit kann man das Level einstellen, wie sehr das Cockpit wackelt beim zu hohen Anstellwinkel. Und das finde ich wirklich sehr gut, weil dann muss man nicht mehr in so viel Dateien rumfuschen und hat Angst, irgendwas kaputt zu machen, sondern man kann das wirklich ganz bequem hier über diesen Slider einstellen. Man kann zum Beispiel sagen, ah, ich mag dieses Wackeln überhaupt nicht. Oder man sagt, bitte ein bisschen doller. Und das ist nur eine kleine Neuerung, aber ich finde die wirklich sehr gut. Nebenbei könnt ihr hier zum Beispiel auch einstellen, dass ihr ein vereinfachtes Triebwerksmanagement nutzen wollt oder dass ihr die Cockpit-Vereisung bzw. die Vereisung der Cockpit-Verglasung nicht haben wollt. Das liefern uns die Optionen zur MiG 21 bis und wir schauen uns jetzt mal das Loadout im Missionseditor an und wir sehen auch hier sehr schöne Grafiken, während ihr warten müsst. Wir setzen uns dazu einfach mal eine MiG 21 irgendwo hin. Und das erste, was ich euch zeigen möchte, sind die Skins, weil ich das schon im Forum gelesen habe. In der aktuellen Version, die mir hier vorliegt, haben wir 6 verschiedene Skins. Die sehen auch alle sehr, sehr schick aus. Ich werde die am Ende des Videos nochmal in einer kleinen Diashow durchlaufen lassen, damit ihr die alle einmal gesehen habt. Ich habe aber im Forum bereits gelesen, dass noch weitere Skins kommen werden. Ob das dann direkt zum Release ist oder ob die später kommen, weiß ich nicht. Aber zum Beispiel auch ein Skin der ehemaligen Nationalen Volksarmee der DDR soll es wohl geben. Und direkt darüber haben wir zum Beispiel die Auswahl zwischen Air-to-Ground Gunshells und RTR Gunshells. Die hier sind dann panzerbrechend, die hier nicht, oder ihr mixt das Ganze. Wenn wir hier einmal hinschauen, sehen wir, dass auch hier ein verändertes Layout zum Vorschein kommt. Also wir sehen einmal das Flugzeug aus der Frontperspektive, so wie ihr das auch schon gewohnt seid. Und hier sehen wir auch einmal nochmal das Heck von der Seite. Und wir gehen mal ganz schnell das Loadout durch. Also wir haben hier an den äußeren Pylonen 1 und 5 eine kleine Auswahl an Luft-Luft-Raketen. Eigentlich ist es doch eine recht große Auswahl. Wir haben auch von unterschiedlichen
Typen verschiedene Versionen, wie zum Beispiel bei der R60 oder bei der R3. Wir haben Bomben, wir haben Zusatztanks und wir haben ungelenkte Raketen. Auf den inneren Pylonen haben wir dann auch nochmal die R13 als Luft-Luft-Rakete. Wir haben ein paar Bomben mehr zur Auswahl. Wir haben hier die luftbodengelenkte KH-66 Chrom. Wir haben hier außerdem noch die Gunpods und noch einen Raketenbehälter mehr für die ungelenkten Raketen. In der Mitte können wir dranhängen zwei Atombomben. Ob die dann wirklich auch so im Spiel funktionieren, kann ich euch aktuell noch nicht sagen, aber das sind definitiv Atombomben. Wir haben auch hier die Möglichkeit, zwei unterschiedliche Zusatztanks anzuhängen oder den sogenannten Self-Protection Jammer, der dann auch nochmal Chevron Flares beinhaltet. Auf Station 6, die ist so ein bisschen weiter hinten gelegen, das habt ihr eventuell gerade in dem Einführungsteil gesehen, wo ich da rumgeflogen bin. In den Außenansichten hat man die gesehen, haben wir einmal die Möglichkeit, den ASO-2-Pods dran zu hängen. Das sind einfach nochmal zusätzliche Behälter für Chevron Flares. Oder ihr habt die Möglichkeit, die SPR-D99 Starthilferaketen dran zu hängen. Das sind so kleine Raketenbehälter, wenn ihr wirklich mal schnell starten müsst. Und wie ihr seht, ist das wirklich ein sehr umfangreiches Loadout für die MiG-21, also da gibt es auf jeden Fall viele Kombinationsmöglichkeiten und natürlich auch viele Einsatzprofile, die mit diesem Loadout bewältigt werden können. Wir gehen hier wieder raus und schauen mal, was uns dieses tolle Modul noch so liefert. Es kam im Forum außerdem die Frage, ist denn eine Kampagne dabei? Und natürlich ist eine Kampagne dabei. Die lautet Stillness in Time. Wie viele Missionen diese Kampagne umfasst, kann ich euch nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Kampagne dabei. Wenn dann die ersten Empfänger der Promotion-Kopie vielleicht damit auch schon angefangen haben, gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Einsatzbericht, was denn da so für Missionen auf uns warten. Was ich auch sehr, sehr schön finde, ist, dass wir jetzt schon jede Menge Trainingsmissionen haben, und zwar haben wir 4 Trainingsmissionen für das Basic Aircraft Handling, also alles, was man wirklich am Anfang braucht: Ramstart, Taxiing, Takeoff, Landing. Wir haben 5 Tutorials zum Thema Navigation, also auch hier werden sehr viele Sachen behandelt. Und für das Basic Combat Training haben wir bereits 6 Trainingsmissionen und das finde ich, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gut, dass die Jungs auch hier von Anfang an das Spiel komplett machen wollen und es wirklich fertig abliefern möchten. Denn das Handbuch gibt es aktuell nur auf Englisch oder Russisch. Gut, und jetzt zum Schluss möchte ich euch einmal die Schnellstartmission zeigen. Auch hier haben wir eine sehr, sehr gute Auswahl, also alleine jetzt schon 7 Missionen für die Schnellstart-Partie Instant Action, und ich bin mal gespannt, ob da vielleicht noch ein bisschen was dazukommt, aber auch das, was hier geboten wird, hat es schon in sich, und wir gucken uns mal ganz kurz die Mission mit dem Cold Start an. Okay, wir befinden uns in der Schnellstart-Mission für den Ramstart und da rollt auch schon einer los, und was ich hier entdeckt habe, das finde ich eben auch sehr schön, da sieht man wirklich, dass die Jungs von Leatherneck Simulations ein rundum Wohlfühlpaket abliefern wollen. Wir schauen uns dazu einmal das Kniebrett an und hier sehen wir eben, dass nicht nur die üblichen Blätter enthalten sind, also die Airport Charts oder Air Base Charts, sondern dass wir hier zum Beispiel auch die Radiokanäle mit den jeweiligen Flugplätzen hinterlegt haben. Wir haben hinterlegt die sogenannten ARC-Sektoren, die zum Navigieren wichtig sind. Da kommen wir in einem separaten Tutorial drauf zu sprechen. Und wir haben hier auch noch die RSBN-Channels. Auch die sind zum Navigieren oder auch zum Landen wichtig. Und auch hier sieht man, dass das Studio rund um Novak ein bisschen übertrumpfen wollen. Wir haben hier nicht nur diese
einfachen Kästen des Kniebretts, sondern die Seiten sind tatsächlich auch so ein bisschen angerissen. Es soll auch hier so ein bisschen diesen Weathered Touch geben, den wir auch im Cockpit haben, also den verwitterten Touch. Und ich bin der Meinung, das kommt auch wirklich gut an. Es sieht toll aus. Und an der Stelle, bevor wir direkt mal in so eine Trainingsmission springen, nämlich in die Trainingsmission für das Raider, schauen wir dem Kollegen dort noch kurz beim Takeoff zu. So, wir hören den Nachbrenner. Und der Sound ist wirklich fantastisch. Okay, wir schauen uns mal eine der Trainingsmissionen an. Wir befinden uns jetzt in der Trainingsmission für die Raider Basics. Und ihr bekommt hier in den Trainingsmissionen via Texteinblendungen, das seht ihr hier oben, erklärt, was ihr tun müsst und welchen Schalter ihr umlegen müsst. Das kriegt ihr hier mit diesen Hints angezeigt. Das kennt ihr eventuell auch schon aus anderen Trainingsmissionen. Und das macht das Lernen natürlich einfacher. Das Einzige, was ich mir hier noch wünsche für den Release oder für spätere Versionen, ist, dass wir diese Texteinblendungen auch mit Audiobotschaften untermauert bekommen. Einfach, wenn ich hier Knöpfe drücken muss, muss ich meistens auf Pause drücken, um mir die Texte vollständig durchzulesen. Und alles, was übers Ohr reinkommt, sitzt natürlich noch ein bisschen besser, als wenn man nur liest. Und jetzt machen wir mal, was dort steht. So, wir haben jetzt gerade den Radar-Screen auf Standby geschaltet, beziehungsweise das Radar auf Standby geschaltet, warten jetzt ein paar Sekunden und schalten es dann wieder ein. Und was ihr hier seht, ist der sogenannte Crown Clutter, also Reflexionen vom Boden. Sehr real, und was wir hier sehen, sind Reflexionen von Wolken. Und das könnt ihr jetzt hier oben auch im Text lesen. Und zum Beispiel mit diesem Schalter kann ich hier diese Wolkenreflexionen ausfiltern. Das heißt, ihr könnt Störeinflüsse auch ausfiltern. Und wir können das Ganze dann auch wieder einblenden mit dem Schalter hier. Das ist von daher wirklich schon sehr schick gemacht. Und wir können auch den Cursor bewegen. Alles, was wir hier direkt mit dem Radar machen können, kommt natürlich in einem separaten Tutorial. Ich möchte euch hier nur mal einen kleinen Einblick in die Trainingsmissionen geben. Und die Texte, die hier oben sind, die erklären euch natürlich nicht nur, was ihr jetzt gerade drücken sollt, sondern da sind auch wertvolle Hintergrundinfos enthalten. Von daher sind diese Trainingsmissionen natürlich auch für das Drumherum in der MiG-21 sehr wertvoll. Okay. Wir steigen jetzt hier aus dieser Trainingsmission wieder aus und machen noch einen kleinen Rundflug bei Sonnenuntergang. Vorher werfen wir noch mal einen kleinen Blick in das Flughandbuch. Wir haben einmal das Flughandbuch der DCS MiG-21 bis geöffnet, welches sich schon jetzt im Docs-Ordner befindet. Wir haben hier einmal die englische Version geöffnet. Es befindet sich natürlich auch eine russischsprachige Version anbei, und wir blättern mal kurz durch und sehen, dass dieses Flughandbuch doch relativ übersichtlich gehalten ist. Knapp 200 Seiten, und auf diesen 200 Seiten findet ihr natürlich alles, was ihr für dieses DCS-Modul braucht. Wir haben auch hier, wie bei anderen Modulen, eine kleine Einführung, ein bisschen was zur Geschichte. Wir haben eine
Cockpit-Übersicht, in der natürlich auch die einzelnen Instrumente erklärt werden. Wir haben die Standardprozeduren Starten und Landung und auch hier Flugmanöver, die man natürlich immer braucht, auch in diesem Flugzeug, und selbstverständlich auch Themen zur Navigation, den Waffensystemen. Und wir schauen uns hier mal den Punkt Radar Aiming Interface ein bisschen genauer an, und da sieht man auch hier, dass natürlich auch dieses Flughandbuch professionell und übersichtlich gestaltet ist. Ich habe, wie schon in meiner Review geschrieben, mir gleich am Anfang 15 Seiten ausgedruckt, einmal die Cockpit-Übersicht und einmal das Prozedere für den Ramp-Start, und kann sagen, dass die Anleitungen, auch wenn sie auf Englisch sind, doch sehr übersichtlich und klar formuliert sind. Es wiederholt sich auch nichts, es ist verständlich geschrieben, also das ist wirklich ein Flughandbuch, mit dem man arbeiten kann. Und wenn man sich das dann zum Beispiel auch ausdrucken lässt, wenn es dann final ist, hin und wieder gibt es ja doch ein paar kleine Änderungen vor dem Release, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall gut investiertes Geld. Zum Abschluss dieses ersten Tutorials und der ersten Eindrücke möchte ich euch noch ein bisschen was zur MiG-21 erzählen. Der erste Prototyp, seinerzeit als YE-4 bekannt, hatte den Erstflug am 16. Juni 1955, also das Grundgerüst der MiG-21 ist schon sehr, sehr alt. Und die MiG-21 wurde damals als Abfangjäger, also sogenannter Interceptor Fighter, konzipiert, das heißt schnell starten, deswegen ist die Startup-Sequenz auch sehr kurz. Aufsteigen, gegnerische Maschinen abfangen und dann wieder landen. Das erklärt natürlich auch den minimalen Treibstoffvorrat, den wir hier haben, und von daher ist das Flugzeug vergleichbar mit Typen wie der F-104, der Mirage 3 oder der F-5. Die MiG-21 wird auch heute noch in einigen Ländern genutzt und geflogen. Dann natürlich in der BIS-Version, das ist die letzte Version, die produziert wurde, hatte ihren Erstflug 1975 und natürlich wurden dort einige Sachen verbessert. Avionik, Flugeigenschaften, Triebwerk, um nur einige zu nennen. Hier in der MiG-21 bis in DCS haben wir das Triebwerk Tomansky R25-300, ein Turbojet-Triebwerk mit 44 kN Trockenschub. Mit Nachbrenner kommen wir auf 71 kN und das bringt uns auf eine maximale Geschwindigkeit von Mach 2,05. Also die MiG-21 ist verdammt schnell, wenn sie will. Und auch wenn der Treibstoffvorrat erstmal wenig aussieht, kommen wir nur mit dem internen Sprit trotzdem knapp 1200 Kilometer. Das sind ungefähr ein bisschen weniger als 600 Meilen. Das Leergewicht beträgt 5,3 Tonnen und mit Hilfe ihrer Navigationsavionik und natürlich auch mit dem Radar
ist die MiG-21 nicht nur tag- und nachtfähig, sondern auch allwetterfähig. Und deswegen habe ich jetzt hier nochmal diese Mission bei Sonnenuntergang gemacht, damit ihr eben auch nochmal die Cockpitbeleuchtung seht, so wie sie aktuell verfügbar ist. Für den Fall, dass ihr wirklich mal bei stockdunkler Nacht einen Ramstart machen müsst, gibt es im Spiel sogar eine Taschenlampe. Die zeige ich euch dann bei einem der nächsten Tutorials. Und abschließend sei jetzt natürlich von mir noch zu sagen, dass es sich auf jeden Fall lohnen wird, dieses Modul zu kaufen. Ich selber habe vor ungefähr 2 Jahren an der Indiegogo-Kampagne teilgenommen, werde mir aber sicherlich, um dieses tolle Studio zu unterstützen, noch eine weitere Kopie kaufen. Vielleicht verschenke ich die dann über den Kanal oder im Forum, mal schauen. Und auch wenn es ein altes Flugzeug ist, bietet es mit seinen vielen Schaltern und mit der Avionik, die wir uns hier in den nächsten Tutorials noch anschauen werden, trotzdem jede Menge Spaß und auch Inhalt, um gute mehrere hundert Flugstunden füllen zu können. Und mit diesen Worten bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, euch hat dieses erste Video für die MiG-21 bis von Leffernex Simulations gefallen und ich freue mich ganz persönlich auf die weiteren Tutorials, weil ich dieses Flugzeug einfach nur klasse finde. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!